Es ist ganz klar, dass diese Transaktion von meiner Frau in Auftrag gegeben wurde. Und dazu gibt es auch absolut das E-Mail, das das bestätigt. Jawohl. Es ist also ganz offensichtlich so, dass dieser Auftrag von meiner Frau aus ihrer Galerie getätigt wurde. Ich will hier nicht zu stark in unsere private Familiengeschichte einsteigen und Sie damit nicht belästigen, außer einfach, dass wir haben relativ spät geheiratet und haben von Anfang an eine Ehe, die sehr, wie soll ich sagen, meine Frau ist eine starke Persönlichkeit, sagen wir es so. Ursprünglich hatte diese Person offensichtlich gedacht, dass er wirklich etwas entdeckt hätte, das illegal sei. Also man kann irgendwie auch ein, wie soll ich sagen, ich habe oft jetzt eine gewisse Sympathie wenn man versucht, ein Ideal zu verfolgen, hat er vielleicht diese Zahlen gesehen und hat sich gesagt, das stinkt etwas, das stimmt etwas nicht. Und hat vielleicht aus, das weiß ich nicht, aber es scheint, das wurde uns auch so gesagt, aus eigentlich einer Motivation, einem Ideal zu verfolgen, hat er da irgendwie diese Daten rausgenommen, wusste dann nicht recht, wo er damit hin soll und ist dann offensichtlich an die falsche Stelle geraten und hat dann die nächsten Schritte vor allem nicht mehr kontrolliert. So wie uns das erzählt wurde, ist ihm das etwas außer Kontrolle geraten. Und er hat ja dann selber, diese Person, hat sich ja dann selber auch angezeigt, weil er gemerkt hat, dass das Ganze eigentlich in eine Richtung gelaufen ist. So wurde es uns erzählt von der Bank Sarasin, die er überhaupt nicht im Sinn hatte ursprünglich. Also die ganze Politisierung, auch der politische Nutzen sozusagen dieser Screenshots war für ihn dann, glaube ich, auch ein Schock. So wurde es uns mindestens erzählt. Das war auch die Motivation, weshalb er sich dann selber sowohl in der Bank wie auch gegenüber der Polizei angezeigt hatte.